Einen wunderschönen guten Tag auf der Goldcrest Valley, LS17, mit dem Mario. Hallo! Das war ich, glaube ich, zu früh, oder? Nein, wieso? Nicht? Perfekt, einwandfrei. Ja, ja, super. Boah, sie hat den richtigen Riecher. Mhm. Oh, top. Hast du wieder zu viel Karamba geschnüffelt? ja. Nee, WD-40. WD-40. Oh, WD-40. Und Kern-095, meine beiden Favoriten. Wenn gar nichts hilft, dann WD-40, gell? Ja. So, wir waren stehen geblieben bei den Updates, ne? Bei der Changelog-Liste. Ja. Fürs Update 1.3, dann machen wir da gleich mal weiter. Wir haben einen Fehler beim Laden von entfernten Fahrzeugkonfigurationen behoben. Heißt das jetzt Fahrzeuge, die auf einem weiteren entfernten Ort auf der Map? Nein. Nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass dieser Fehler, ich habe ihn selber auch noch nicht gehabt, aber wenn du Teile des Fahrzeuges konfiguriert hast und deinen Spielstand gespeichert, wieder neu geladen, wurden die eigentlich entfernten Fahrzeugteile wieder angezeigt. Die ich quasi einmal gekauft habe, aber wieder entfernt habe, wurden dann wieder angezeigt. Genau, okay. Richtig. Also der hat quasi zurückgebaut. Mhm. Gehe ich jetzt mal davon aus, das lese ich liest zumindest sich so, aus ja. der Geschichte. Hast du recht. Dann haben wir diverse Fahrzeugfehler behoben, grafische Fehler, Trigger und Partikel. Hört sich ja gut an. So wie beim IT Runner dreimal ein Update wegen der Kohli. Ja, wahrscheinlich. Also es gibt ja doch immer wieder Leute, die sich die Maschinen extremst genau anschauen. Also ich habe da einfach gar nicht das technische Wissen davon, was jetzt da richtig ist und was nicht. Von dem her, aber es gibt eben andere, die schreiben da auch sehr viel in den Bug-Report dann, was an den Maschinen nicht stimmt, und das wird in der Regel ja mit solchen Updates dann behoben. Super. So, dann wurde das Beladen der Kartoffellegemaschine mit einer Schaufel korrigiert. Also das hat anscheinend gebuggt, wenn man es mit einer Schaufel beladen hat, die Kartoffeln quasi als Saatgut auf die Legemaschine. Entweder hat das nicht funktioniert oder es gab einen Bug. Dann gibt es den Fehler mit aufgenommenen Objekten beim Verlassen eines Multiplayer-Spielers korrigiert. Das heißt, wenn ein Spieler rausjoint aus dem, die Multiplayer-Session verlässt, werden Objekte, die er aufgenommen hat, wahrscheinlich jetzt zu Fuß oder so, werden halt wahrscheinlich nicht mehr angezeigt. Also die lässt er wahrscheinlich nicht fallen, sondern die sind halt dann mit ihm einfach weggeportet. So würde ich mir das jetzt vorstellen. Müsste dann aber, ja, begrenzt sich ja dann eh auf den Forst eigentlich, oder? Wahrscheinlich eben. Weil oder auf den Basketball. Ja, genau. Auf den Basketball, stimmt, genau. Das ist eigentlich so die einzige Möglichkeit, wo du irgendwas aufnehmen kannst. Der Rest ist ja im Multiplayer deaktiviert. Eben. Den Rest sehen wir dann ja irgendwann mal, wenn Mods kommen, wo man eventuell was aufnehmen kann. Ja, oder jemanden schlagen. Oh, wegschubsen. Jetzt aber hier. Wegschubsen oder sonst was. Ja, ja, klar. Nee. Also natürlich nicht. Würden wir nie tun. Niemals! Natürlich nicht. So, die Betriebsdauer wurde korrigiert. Alles klar. Das heißt, wir haben also die Betriebsdauer der Fahrzeuge wurde angepasst, hat anscheinend auch hier einen Fehler gegeben, der das irgendwie falsch bemessen hat. Ich weiß ihn. Nee, es gab das Problem, dass der Stundenzähler nicht mit der Ingame-Zeit zusammengepasst hat. Also das heißt, du hast einen Tag mit dem Fahrzeug gearbeitet, also wirklich durchgehend. Ja. Und es wurde halt nicht dann 24 Stunden angezeigt, sondern die Fahrzeugzeit waren 100 Minuten. War dann eine Stunde quasi. Genau. Okay. Und dadurch hat das natürlich nicht so ganz zusammengepasst. Ist ja krass. Na, Gott sei Dank. Zugkran wurde verbessert, ganz ehrlich. Ich habe den Kran und den Zug noch nie ausprobiert. Also ich habe den Kran schon ausprobiert, aber ich wüsste jetzt nicht, was es an dem auszusetzen gab. Keine Ahnung. Pff, anscheinend wie einfach nur mal. Hast du schon mal Bäume transportiert? Also Bäume? Nee, ich bin nur so ein bisschen damit rumgefahren. Also vielleicht gab es da auch einen Bug dann mit eben, den Bäumen. Das eben. Kann sein. Will ich jetzt auch verstehen so. Gut, dann haben wir das nächste. Das ist die Frontlader-Synchronisierung im Multiplayer wurde korrigiert. Ah ja. Wenn du joinst in ein Spiel und dann schnell durch die Fahrzeuge durchspringst, dann kann es mal passieren, dass der Frontlader erst so 10 Meter von der Seite hereingeflogen kommt. Was? Ja, das ist ganz komisch. Also, okay. Ja.
Das ist, schaut ziemlich lustig aus, ist aber nicht wirklich lustig, weil ja, sieht halt einfach scheiße aus, wenn der Frontlader da reingeflogen kommt. Jetzt haben wir leider am Fendt, haben wir gerade keinen dran, weil sonst hättest du es vorhin mal sehen können. Mhm. Wenn der da schnell durchswitcht, baut er ja sowieso erstmal alles drumrum dann neu auf, wenn du da rumtappst. Ja. Und dabei ist eben dann auch der Frontlader beim Traktor ganz lustig reingesprungen. Mhm. So, das nächste ist dann hier die Tiere Multiplayer-Synchronisierung korrigiert. Also wenn die Tiere sich bewegen, anscheinend wurde hier was synchronisiert. Ja, gab es auch ein paar Sachen, dass Tiere gefreezed sind. Also die standen halt dann wirklich ewig lang ganz starr da. Und ja, ich glaube, das könnte vielleicht damit auch behoben worden sein. Dann Laden von platzierbaren und gepflanzten Bäumen von Spielständen wurde korrigiert. Also hier auch, dass das jetzt angepasst wurde. Und danach haben wir dann den Multiplayer-Sound von animierten Objekten korrigiert. Also animierte Objekte, was verstehe ich jetzt darunter? Ja. Das war der... Also ich hoffe, dass das dieser Bug war. Und zwar ist es so, wenn du Tore nicht komplett öffnest, die haben ja mittlerweile, also bei diesen platzierbaren grünen Hallen, war es ja so, dass du lange die Maustaste drücken musstest, um das Tor zu öffnen, bis es ganz offen war. Hast du jetzt mittendrin aufgehört, haben alle Spieler die ganze Zeit im Loop des Öffnungs, den Ton von dem öffnenden Tor gehört, bis sie halt das Tor ganz aufgemacht haben. Das war mega nervig und ja, das hoffe ich, dass damit behoben wurde. Wunderbar. Dann haben wir hier noch diverse Map-Fehler behoben. Terrain, Kollision etc. Würde ich jetzt mal tippen, dass das ja hoffentlich bemerkbar wurde. Ich habe jetzt bisher auf der Map eigentlich nichts feststellen können. Du? Nö, nicht wirklich. Also ich weiß nicht, manche Leute schauen da glaube ich ganz genau hin, aber so extrem genau schaue ich dann einfach nicht hin. Mir ist auch nichts aufgefallen. Genau, ansonsten haben wir dann die RPM und Geschwindigkeit verbessert in der Innenansicht. Das heißt, Geschwindigkeit verbessert in der Innenansicht, jetzt von der Anzeige her oder wie darf ich das verstehen? Ich RPM wäre auch die Drehzahl. Ja, ich gehe davon aus, dass die Animierung von den Anzeigen hier genauer gemacht wurde. Da würde ich ja sagen, das ist gut, definitiv. Die Förderbänder-Texturen im Multiplayer wurden auch korrigiert. Das ist sehr schön zu hören. Jetzt kommt ein ganz lustiger Punkt. Aufnehmen der Eier im Multiplayer korrigiert. Ja, wir wollen Eier. Wir brauchen Eier. Ja, das ist natürlich ein wichtiges Update. Ja. Ganz klar. Also ohne Eier im LS17 Multiplayer geht gar nichts. Das ist immer ganz klar. Denn was will der Bauer ohne Eier in der Früh? Der knickt ja ein beim Traktorfahren hier. Das absolut. Ja. Geht gar nicht klar. Gut, dann haben wir die Warnung beim Laden. Warnung beim Laden der Kettensägen behoben. Ja, das war ja, gab ja nur Calls, oder beziehungsweise nee, es gab eine Warning, dass irgendeine Textur, glaube ich, nicht geladen werden konnte. Okay. Von der Stielkettensäge. Jo. Das wurde damit behoben. Jo. Okay. Ach, das liest sich so komisch, einfach. Bisschen kurz angebunden, ne? Ja. Das ist sehr aber prägnant, halt sehr prägnant geschrieben. Ja, klar. Kurz und knackig. Genau, so muss es sein. So, das nächste wäre dann Multiplayer-Chat behoben beim Kicken und Bannen. Anscheinend wurde da was angezeigt. Das keine ist Ahnung, jetzt aber das behoben. Probierst du jetzt nicht aus. Rechtsklick? Nee, du. Nee. Wir glauben es jetzt einfach mal, aber wir können ja auch nichts weiter feststellen, was uns aufgefallen wäre in der Vergangenheit. Das ist, muss ich sagen, hier bei den meisten Punkten so. Mir fehlt so ein bisschen die paar großen Sachen. So zwei, drei Sachen waren jetzt schon wichtig. Der Rest eher so eigentlich nicht bemerkt. Speichern der Tierzuchtstatistiken behoben. Achievements können nun auch nach Neuladen erreicht werden. Ah ja, das ist cool für alle Trophäensammler. Da kenne ich zum Beispiel jemanden, der ist so ein Trophäensuchti. Der würde da eskalieren, allerdings zockt er kein LS. Ah ja. Na dann braucht er das Update bestimmt. Braucht er das Update definitiv. Bist du jetzt schon bei 1.2.1 zufällig?
Nein, ich bin immer noch bei 1.3. Wir haben immer noch ein paar Punkte. Ah, ja. Okay. Da kommt noch einiges. Dann haben wir die Kollision des Tasteninputs zwischen GUI und manuellen Motorstart behoben. Ja. Es gab also von den Tasteninputs der Kollision, die sich irgendwie überlagert haben mit GUI und manuellen Motorstart. Liest sich das so für mich wie Chat Enter drücken und manuellen Motorstart Enter drücken? Eigentlich ja. Eigentlich also ja, das, nur funktioniert es immer noch nicht. Ja, das hatte ich eigentlich mit der Geschichte gehofft, aber irgendwie ist das nicht das, was ich gedacht habe. Das ist schlecht. Ja. Das ist sehr schlecht. Naja, ist jetzt nicht. Es ist nervig, halt im Chat zu schreiben, aber wir machen das sowieso nicht, wenn wir uns eigentlich meistens unterhalten. Ja. Von dem her können wir uns das schenken. Also nerviger ist eigentlich das Schreiben an sich in dem Chat. Ja, also zumindest im Spiel. Weil zeitweise ist man da eigentlich mehr mit Schreiben beschäftigt als mit Spielen. Von dem her. Befürworten wir das nicht. Das, ja, mit TS ist es dann eh vorbei. Also, ja. Ja, ist so. Dann haben wir noch hier die Tiere Tutorial Trigger korrigiert. Also hier gab es Tutorial Trigger für die Tiere. Das wurde korrigiert. Was da korrigiert wurde, können wir jetzt nicht genau sagen. Kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, weil ich habe die Tutorials ja alle aufgenommen und gemacht. Und ach, hast du? Keinerlei Probleme festgestellt bei dieser ganzen Geschichte. Aber okay. Keine Ahnung. Dann weiß ich es auch nicht. Dann haben wir noch ein, zwei Sachen und das war, ist das, der Verkauf von Kettensägen im Multiplayer wurde auch korrigiert. Wie auch immer. Es ist, wahrscheinlich stimmen die Hälfte der Sachen eh nicht. Und die haben sich einfach irgendwie so einfallen lassen, damit es mehr ist. Nee, ich glaube, die stimmen schon. Schon. Also bei der Community muss man das schon so nied- und nagelfest machen. Weil wir haben halt solche Suchtis, die holen, die probieren wirklich jeden einzelnen Punkt aus. Ja. Und dann sagen sie, das stimmt aber nicht, ne? So, also dann haben wir... Wir sind es definitiv nicht. Nee. Wir sind keine Gründenkacker. Das nächste wäre dann... Die Preise der platzierbaren Objekte im Multiplayer wurden auch korrigiert. Das heißt, die platzierbaren Objekte kosten jetzt mehr oder weniger? Wahrscheinlich mehr. Ich gehe mal davon aus. Ich weiß es nicht, wie es Gameplay-technisch... Aber ich gehe davon aus. Weil eigentlich waren sie aktuell viel zu günstig. Ach, du meinst auch Windräder und sowas? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja gut, da weiß ich jetzt nicht. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich gehe jetzt eher von so Hallen, also von so brauchbaren Sachen aus. Jetzt nicht solche Sachen, wo man Geld verdient damit. Also ich bin fertig mit Pflügen. Juhu. Ich guck mal hier. Was haben wir denn hier? Platzierbare Objekte. Also ein Wasserturm kostet 18.000. Kommt, sind 6 Punkte, die hau ich noch schnell durch, dass wir es noch schaffen. Effekt des Strohhäckslers bei Mähdreschern mit Helfer korrigiert. Also der Stroh, das Stroh wurde anscheinend entweder nicht gehäckselt oder nur gehäckselt oder irgendwie so. Wenn ein Helfer mit Mähdrescher aktiviert war, das ist jetzt behoben. Ein weiterer Punkt ist die Multiplayer-Server-Auswahl verbessert. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach nur noch W eingibt, kommt sofort als erstes der Wolfsrudel-Server und da geht ihr drauf. Hoffst du? Hoffe ich natürlich, ja, das hoffe ich, dass damit gemeint ist. Genau. Ich habe dann eine Mail an Giants geschrieben, ob sie mich dann erster Stelle nennen können und anscheinend haben sie das jetzt getan. Dankeschön. Genau. Feld 25 dürftest du pflügen. Ja, spinnst leicht. Ja, hey. Wo ist denn Feld 25? Da, wo ich bin. Falsche Richtung, Händler sorry. Halt nimmer. Beim Händler halt. Ja, ich drehe schon um. Auf dem Highway dreht der um. Gut, die letzten Punkte sind jetzt noch Multiplayer, ja, genau. Haben wir beladen von Tieren bei negativen Kontostand korrigiert. Das ging anscheinend vorher nicht. Das nächste ist... Wahrscheinlich konntest du weiter Tiere kaufen, obwohl du Minus hattest. Das ist ja immer... Ja, wahrscheinlich das. Ja. Na, da steht aber beladen von Tieren. Achso, nur beladen. Ja, aber das ist ja... einhergehen, mehr oder weniger. Stimmt. Ja, hätten sie auch sagen können, Kauf von Tieren, da die Wortklauberei da. Multiplayer-Fehler mit dem Goldhofer-Anhänger korrigiert. Sehr schön, können wir nicht befürworten, haben wir nicht getestet. Die Förderbänder-Helfer im Multiplayer korrigiert. Es gibt einen Förderband-Helfer? Ja, bei diesem großen Förderband von... Förderbandsystem. Er spinnt der Beppe. Keine Ahnung. Das Quantum kann eine bestimmte Gradzahl
abkippen und dafür gibt es einen Helfer, der dann immer links und rechts schwenkt, dass du eben schöne Hügel. Ich hätte jetzt gerne einen Screenshot für dich gemacht, Gors, jetzt haut er einfach ab, du Wichser. Das geht für gar nicht, gell? Ey, sei mal nicht so aggressiv hier. Also bitteschön, das geht echt mal gar nicht. Also haut er einfach ab. Willst du hier jetzt so ein Sammelbildchen machen? Natürlich. Als letzten Punkt möchte ich noch anführen, diverse Fehler mit den Helfern korrigiert. Spricht für sich. Da kann man nicht viel drüber reden. Dann wären wir eigentlich auch durch mit der Folge für heute. Leute, das war's. Macht's gut, schönes Wochenende. Stressfrei und holt euch gut. Gorsi, hast du sonst noch was zu sagen? Nö. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.